Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Direct Broker Morgen, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Heute ist Donnerstag, der 15.09.2016. Und wir blicken auf einen spannungsgeladenen Tag. Heute mit vielen Nachrichten. Diese Ausgabe wird Ihnen natürlich von Direct Broker-FX präsentiert. Also, was steht heute an? Bank of England, Zinsentscheid. Wir kriegen eine Bandbreite an wirtschaftlichen Nachrichten aus den USA, auch nochmal hier zentral. Da kommen um 14.30 Uhr die Erzeugerpreise, die, äh, der Einzelhandelsumsatz, der Empire State Manufacturing Index, also eine Menge an äh, Elementen, die hier heute den Markt beeinflussen können. Das äh, letztendlich geht dann auch noch weiter. 15.15 .15 Uhr. Also wir kriegen äh, maßgeblich um 13 Uhr den Zinsentscheid aus England. Der ist wichtig. Und dann 14.30 Uhr und 15.15 .15 Uhr eine Menge an US-Daten, die hier auf den Markt einprasseln. Morgen dann der große Verfallstag im DAX und nächste Woche die Fed mit ihrer potenziellen Zinsanhebung. Die Unsicherheit ist durchaus sichtbar. Der Markt ist hier in einer sehr verschachtelten Situation. Erstmal hier natürlich diese äh, Außenkerze, dieser Außenstab. Wir markieren uns das jetzt einfach mal vielleicht mit diesen horizontalen Linien. Dann haben wir noch diese Situation hier. Das ist nämlich der zweite. Oder machen wir es vielleicht anders, dann sieht man das auch technisch besser. So, wir nehmen uns jetzt mal hier eine Linie. Zack. So, muss nicht ganz perfekt sein. Das heißt, das ist erstmal die Begrenzung des einen Stabes, dann die Begrenzung dieser bullischen Kerze, und dann sind wir noch, wenn man das Ganze betrachtet, hier in der Form auch noch in dieser Kerze. Das heißt, wir haben hier eine. Äh, durchaus komplexere verschachtelte situation an der tages ema 100 der markt äh, hat gegenwärtig äh, jetzt erstmal die tiefs wieder erreicht von diesem freitags crash wir sind im bereich der tages ema 200 das bedeutet hier suche ich keine short position mehr aus der übergeordneten perspektive ist es immer gefährlich in so einem trend übergeordnet gegen die 200er anzukämpfen aber wir sehen eben auch untergeordnet noch keine Bodenbildung. Das heißt, wir sehen gegenwärtig nur, dass der Markt hier abwärts geneigt nach unten pendelt. Fakt ist, M1 bis H4 sind hier short. Aber der Tageschart ist long, eine klassische Widerspruchssituation und äh, wie geht man dann damit um? Und da ist es eben wichtig hier auf untergeordnete Trendwechsel zu warten, wo sind denn untergeordnete Trendwechsel, ab wann kann man sagen, der Markt ist hier bullischer, gerade wenn man den M30-Chart mal benutzt, denn der M5 reicht da nicht aus, ein, ein M5-Trend ist zu fragil, um hier eine größere Geschichte einzuleiten, da, da, da muss dann im, im Prinzip mehr kommen einfach. Und äh, wenn man jetzt sagt, okay, ab wann hat er denn hier viele Widerstände nach oben hin ausgehebelt, ab wann hat der Markt durchaus gute Chancen hier, Anstiege zu produzieren. Und das ist dann erst wieder ab 2145, dann in Richtung 2170. Ja, dass das dazu der Dow Jones ähnlich im Prinzip, eigentlich gleich. Brauchen wir jetzt nicht nochmal die ganzen Linien einzeichnen. Auch hier auf Tagesbasis schon wieder in einem interessanten Level. Eiert hier an dieser Schlusskurslinie rum. Können wir vielleicht auch nochmal auf dem Schlusskurs Zeigen, zack, zack, genau. Und da sieht man eben, wenn man diese Hochs hier verwendet, dass wir jetzt auch hier in dem Umfeld nicht oder ich in diesem Umfeld hier nicht zwangsläufig Short reingehen werde. Weil wenn, wenn das ist momentan einfach ein Unterstützungslevel. Der Trend ist long. Wir, selbst wenn er das nicht halten sollte, vor der 200er ist die Grundregel keine Shorts. Äh, wenn er dann jetzt nach oben hin hier abzieht, äh, wäre das sehr, sehr, sehr ärgerlich mit dem Short. Und ähm, von daher muss jetzt erstmal keine Short-Positionierung in den Markt entweder Seitenlinie oder warten, ob er untergeordneten Trendwechsel macht. Nur untergeordneten Trendwechsel können wir auch gleich mal im Linienchart bleiben. Konzentrieren, konzentrieren wir uns mal auf die Schlusskurse, ist auch nicht so verkehrt müssen nicht immer kerzen sein auch da ähnliches prinzip wir haben hier diese schlusskurse die würde ich aber allerdings dann da würde ich dann noch die kerzen mitnehmen ja, das, das heißt die schlusskurse nehme ich immer um einfach mir so ein bild äh, zu machen äh, wo sind die wichtigen marken und dann umschalten und dann sieht man hier mindestens dieses niveau muss er aushebeln besser sogar besser so gesehen noch die 18.230 weil äh, sonst sticht er immer nur so ein bisschen nach oben Kommt aber nichts. Deswegen äh, muss das äh, Marktmuster untergeordnet engmaschig beobachtet werden. Ein äh, Ausbruch Long wäre erst hier ab 18.260 der Fall. Der stärkste ist der Nasdaq. Er, äh, profitiert von dem deutlichen Apple-Anstieg. Auch hier sehen wir bullische Elemente. Das ist der bullischste von allen ähm, gegenwärtig. Ähm, der koppelt sich auch ab. Aber auch hier sieht man momentan lediglich. Nach dieser steilen Erholung äh, momentan ein korrektives Marktmuster. Er bildet jetzt hier erstmal keine wirkliche Tendenz aus und daher wird es vor, vor allem nochmal interessant, wenn er hier über die 4775 geht, äh, dass er da dann nochmal Momentum aufbaut. Der DAX heute hier also erstmal ebenfalls unter Druck. Wir hatten ja gesagt, untergeordnet ist alles Short, aber. Auch hier die ähnliche Situation. Wir sind nicht mehr im günstigen Short-Bereich. Das heißt, selbst wenn der Markt fallen sollte, sehr, sehr interessant wird dann hier nochmal die Tages-EMA inklusive dieser abfallenden Trendlinie, inklusive diesem letzten Tief. Das heißt, das ist dann so das zentrale Element. Aber er muss es dann eben auch nicht machen. Also der DAX muss sowieso nichts machen. Aber hier bin ich eben nicht gerne Short positioniert, wenn wir schon langsam, langsam in die Korrektur gehen. Das ist ein ähnliches Beispiel wie wir es dann hier hatten, ähm, wenn wir in die Nähe der Hunderter kommen äh, und das zum ersten Mal nach Schnitt äh, wirkt er immer relativ stark, so dass ich jetzt hier erstmal keine Short-Position initiiere, sondern hier kann er sich auch sehr sehr bullisch nach oben entwickeln. Ja, nur morgen Verfallstag, äh, äh, dann heu heu heute, aha, wir fangen heute allein schon an, heute die ganzen Nachrichtenflut, morgen der Verfallstag, Mittwoch der äh, Zinsentscheid. Also es ist ein schwieriges Umfeld, je weniger man handelt, desto besser ist das. Ähm, der us dollar man sieht es, der us dollar ist so ein bisschen das Volatilitätsbarometer und das Trendbarometer, wenn man so möchte. Solange er hier nicht ausbricht, haben wir keine, keine veränderte Situation. Das heißt, Long erst wieder ab 1.12.85 oder Short unter 1.11.95. Dann äh, britisch Pfund US-Dollar. Wir hatten gesagt, potenzielle Short-Optionen. Das war der zum damaligen Zeitpunkt. Deswegen sieht das jetzt ein bisschen komisch aus. Aber letztendlich muss man sagen, der hat eigentlich genau das hoch hier geholt. Aber unabhängig davon, es war eigentlich eine schöne Short-Möglichkeit hier. Äh, äh, ja, 50 Pips kann man jetzt nicht meckern. Ich will nur darauf hinweisen, dass diejenigen, die das getradet haben, dass da eben die, die, die Bank of England heute das ganze Setup kaputt machen kann. Und wenn das so weit funktioniert hat, würde ich entweder Stop auf Null oder komplett raus, weil nachher schießt der 300 Pips nach oben und dann ist das Setup komplett hinfällig und dann macht das alles nichts. Also da Bitte auf die Nachrichten achten, weil da kann man schlecht eine Garantie für geben, wohin das dann geht. Ja, das vielleicht dazu. Ja, das war es von meiner Stelle auch schon. Viel hat sich nicht getan zu den gestrigen Tagen. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg. Wir hören uns dann heute Abend wieder. Good trades und bis bald. Auf Wiedersehen.